Schade. Bei jeder Station nicht mehr als 3 Kinder sein. Das heißt, du findest dich in Dreiergruppen zusammen und schreibst dann das Team mit 3 Namen auf dieses Blatt. Von wo kommen das? Von Europa. Was spielt ihr da? Memory. Was habt ihr zu tun? Domino von den europäischen Flüssen zusammensetzen. Braucht ihr da den Atlas dazu? Ja. So, was ist eure Aufgabe? Alexander, was ist eure Aufgabe? So ein Puzzle zusammenbauen. Aha, passt. Mit Staat, Land und Hauptstadt. Okay. Ich glaube Schweiz mit dem Fall. Schweiz? Diese Schweiz. Ja, stimmt. Ich würde Schweiz nicht. Kannst du uns das erklären, Ines, was ihr zu tun habt? Wir müssen da die Quizfragen beantworten. Es sind Quizfragen. Liest uns vielleicht eine vor, bitte. In welchem Land liegen die folgenden Städte? Bern, Basel, Biel und Zürich. Gruppe 11, Nummer 11, geht schon. Da? Ja, die Frau Fackeln geschissen. Also, wir haben die Nummer 11 und da müssen wir Quizfragen machen und die Antworten soll man dann im Atlas nachschauen, ob es richtig oder falsch sind. Olli, kannst du uns eine Karte bitte vorlesen, was da draufsteht? Zu welchem Land gehört die Insel Corsica? A. Griechenland, B. Spanien, C. Frankreich, D. Kroatien. Remember our last lesson when we talked about best friends. What is important for you and the characteristics of a good friend? Yes? Yes, you have a little bit, please. They don't forget their birthday. Yeah, the ideas. They don't tell you lies. Yes, super. You can ride a bike with them. Mm-hmm. And they stick. Friends make you laugh. Okay. You can go to the cinema with them. Okay, what? The other thing is to play football. Soccer. Who is your best friend, Andreas? My best friend is Garfield. Tell us about him, how old is he, what are his hobbies? He's 12. His hobbies are playing football and playing PlayStation. Okay, can you play together? Yes. Yes? How often does he come to your place? Thank you. Wieder bis 10 neues Windows-System.
Das ist ein Fernsehen. Und wie schaut er wieder aus? Jetzt drehen's, oder? Genau. Ja, er muss. Ja. Ah, dann was das? Dann habe ich die Gabi nicht oben. Dann ja. Kein Problem. Wer war letztes Mal nicht da? Waren alle da, da? Jeder hat seinen Ordner angelegt. Ja, und wir machen heute die erste Übung, die wirst du dann downloaden. Wer weiß die Adresse, wo wir letztes Mal etwas downloaden? Genau, von dort. Zuerst ladest du den Ordner down zum Arbeiten und dann besprechen. Und wenn du dann deinen Ordner. Passt schon. Wir machen gleich eine Übung, ja? So, haben wir das jetzt geschafft, dass dieser gezippte Ordnerübung ein zwei deinem Ordner ist? Haben wir das geschafft? Wer weiß jetzt weiter? Was muss ich tun? Können wir auf den Arbeiten auf diesem Computer, auf diesen Ordner? Nein. Warum nicht? Weil das ein gezippter ist. Weil das ein gezippter Ordner ist. Was ist ein gezippter Ordner? Der ist verschlüsselt. Der ist schreibgeschützt. Schreibgeschützt ist er. Und warum ist er gezippt? Ich habe gesagt, was ist der Vorteil von einem gezippten Ordner? Dass die Datenmenge was ist? Mehr oder weniger wird? Weniger wird. Und jetzt, damit wir arbeiten können, dass er nicht mehr schreibt, was müssen wir jetzt machen? Du gehst mit dem Pfeil dorthin, rechte Maustaste, Kontextmenü und alle, was müssen wir tun? Alle extrahieren. Und was ist das jetzt, was ich hier sehe? Wie nennt man denn das? Dort wird es gespeichert, nämlich in den Übungen M2 und das ist der Pfad. Genau. Und dann gehen wir auf extra. Hirn. So. Ich werde noch mal einen Schimpf aus die Mail, dass man sie nachmelden kann. Vielleicht überlegt es noch der eine oder andere. Ist das okay für dich? Sicher. Erster dann. 2, 3. Thank you.
Nein, da arbeitet wer weiter. So, Bernhard, was machen wir heute in Physik? Die alkoholische Ehrung. Sehr gut. Und alle werken schon fleißig. Ja, du gibst auch noch Stücke, gib ich dir das mal. Ohne Spaß, da kriegst du das Stücke. Na, oh, das ist das so. Florian? Ja? Bei der alkoholischen Gärung, was hast du da jetzt alles zubereitet, damit es funktioniert? Ich habe Weintrauben zerstampft mit dem Mörse und habe ich einen Apfel gerieben und die Flüssigkeit und das auch hineingegeben und dann habe ich ein Stückchen Gärung. Sehr gut. Dann warten wir, was passiert. Janine, zu welchem Thema machen wir diesen Versuch? Zu der alkoholischen Gärung, genau.
Okay.